Was macht eine deutsche richtige Currywurst? Also eine richtige deutsche Currywurst ist nicht wie in Holland gedacht üblich eine dicke Wurst mit Currygeschmack im Brötchen, sondern eine original deutsche Currywurst ist eine Bratwurst in mundgerechte Stückchen, Häppchen, in einer Schale mit heißer Currysoße und ganz viel Currypulver. Mit einem Brötchen dabei und einem Picker und dann schmeckt die Currywurst fantastisch. Früher haben wir die Currywurst noch mit der Hand geschnitten. Heute, wo die Currywurst was populärer ist, auch hier in Holland haben wir das populär gemacht, ist der Andrang und die Nachfrage so groß, da haben wir sogar eine eigene Currywurstmaschine, wo die Wurst direkt in mundgerechte Stücke geteilt wird. Wie haben Sie die Currywurst populär gemacht in die Niederlande? Die Leute haben uns immer gefragt, oder sie kamen zu unserem Geschäft, du Mann, Currywurstche. Und dann muss man das ja erklären. Sag ich, Leute, wollt ihr lieber die Wurst im Brötchen, dann ist es eine Bratwurst mit Curry-Ketchup, oder wollt ihr die Wurst in Stückchen mit Soße? Ja, nee, du mal lieber in Stückchen. Und so, wir sind schon hier in Sittard von Anfang an, vom 1. Oktoberfest an, 13 Jahre. Und seitdem lernen die Leute das jedes Jahr mehr und besser kennen. Und die Currywurst läuft einfach immer besser, weil die super geil schmeckt. Ist das richtige deutsche Kultur? Natürlich. Currywurst ist ein Stück deutscher Lebenskultur. Jeder Deutsche, jedes Kind, jedes Kleinkind, Oma, Opa, Papa, alle kennen Currywurst. Und es ist schön, dass hier in Holland und speziell unsere Gäste hier in Sittard das auch mittlerweile kennen. Wie viele Kalorien sind in einem Currywurst? Ah, ich glaube, das will man gar nicht wissen. Ich habe es noch nicht selber gezählt. Aber ich weiß, alles, was lecker schmeckt, ist voll mit Kalorien. Und die Currywurst ist, glaube ich, die größte Kalorienbombe, die es gibt. Aber lecker ist sie. Und welches Bier trinkt man am besten dabei? Hauptsache, das Bier ist kalt. Wir haben hier Brandbier. Ich selber habe natürlich ein deutsches leckeres Bier dabei. Aber Brandbier ist auch gut. Sittard ist die geilste Stadt der Welt. Top. So ist es.